Herzlich willkommen. Endlich bin ich auch am Zug und werde natürlich da anfangen, wo wir bei dem letzten Video aufgehört haben. Und das ist natürlich das Thema Komposition. Das Thema Komposition, ja, warum reden wir überhaupt darüber? Warum ist das wichtig? Warum ist die Komposition in abstrakten Bildern genauso wichtig oder sogar noch wichtiger als in Bildern, die wirklich ja fotorealistisch sind? Bei einem fotorealistischen Bild können wir uns, denke ich mal, irgendwo mal etwas an etwas haften, irgendwo verweilen, eben bei einer Person, die abgemalt ist, oder eben tatsächlich bei einer Landschaft. Und da kann man irgendwo tatsächlich auch mit dem Auge verweilen. Und bei einem abstrakten Bild ist das natürlich schwer. Aber Komposition ist auch einer der wichtigsten Teile in dem abstrakten Malprozess, weil es uns einfach die Möglichkeit gibt, auch an bestimmten Punkten sich zu binden oder einfach auch informativer sein, interessanter sein und auch dem Betrachter die Möglichkeit bieten, irgendwo in unserem Bild oft auch unbewusst zu verweilen. Und Komposition in der Malerei ist im Grunde genommen wie eine Komposition in der Musik. Das kann man ja durcheinander oder miteinander vergleichen. Stellt euch mal vor, eine Musik ohne eine Komposition, das wäre ein Wirrwarr, ein totales Chaos aus allen möglichen Instrumenten. Und ich denke, die Komposition in Musik ist genauso wichtig wie eine Komposition in der abstrakten Kunst. Und die gibt uns mehr Kraft, mehr Ausdruckskraft im Bild und lässt dem Betrachter einfach das Ganze wesentlich interessanter erscheinen. So, eine Komposition, ich habe mir mal hier einen Spickzettel gemacht und werde euch etwas zu der Komposition aus meinem Spickzettel auch erzählen. Selbstverständlich könnt ihr dann auch nachher das haben. Ich habe mir überlegt, dass ich euch daraus ein wunderschönes Skript mache, den ich euch auch selbstverständlich zur Verfügung stelle. Ich habe mir hier neben dem verschiedenen Kompositionsschemata, über die Alex schon gesprochen hat, etwas noch ausgesucht, und wir werden auf jeden Fall auf dieses Thema goldene Schnitt, Kreis, Dreieck, eine V-Anordnung, ein Drittel, Harmonie, horizontale Kreuzung, abstrakte Schlangen oder Schwerpunkt oder Diagonalen eingehen. Und das werden wir mit Sicherheit auch nachher in dem operativen Teil. Aber ich habe mir zu diesen Kompositionsschemata auch etwas überlegt und recherchiert. Und das deckt sich durchaus auch mit dem, was die Alex hier uns gesagt hat, und kommt aber von einem Designprozess. Jetzt werdet ihr euch fragen, was hat denn Design jetzt mit dem Kompositionsthema zu tun? Musik oder abstrakte Kunst oder eben auch Design folgt tatsächlich ganz vielen verschiedenen Kompositionsschemata. Und ich habe mir hier einige ausgesucht, und die kann man ja durchaus auch in den Schemata, die Alex hier uns angezeichnet hat, zeigen. Und zum Beispiel eine Arabeske. Ich habe hier mehrere Beispiele, und schaut mal, das hier ist nichts anderes als Bewegung im Bild oder vielleicht Rhythmus im Bild, ja, wie ein Rhythmus in dem Musikstück.
so auch ein Rhythmus hier bei uns. Und das kann man ja wunderbar vergleichen mit der Arabeske, die Alex uns hier gezeichnet hat. Diese zwei, das ist ja nichts anderes als Bewegung im Bild oder eben auch die Arabeske. Eine andere Bewegung im Bild, eine einfache Bewegung im Bild habe ich ja so dargestellt mit den Farben. Und diese Bewegung im Bild haben wir gleichzeitig auch hier die Diagonalen, die Schrägen und auch der Pinselstrich, der ja zu sehen ist, zeichnet natürlich auch eine bestimmte Bewegung im Bild. Das ist ja eine physische Bewegung, die wir uns sowieso im Prinzip sofort schon vorstellen. Das nächste, was ich euch hier mitgebracht habe, wäre zum Beispiel das Thema Harmonie im Bild. Die Alex hat uns schon erzählt, Harmonie im Bild kann man zum Beispiel durch den Kreis darstellen. Der Kreis als solches, das perfekt ist und teilweise vielleicht auch langweilig. Aber Harmonie im Bild kann man ja auch hier in Bezug auf die Farbpalette zum Beispiel darstellen. Ich habe hier drei Farben benutzt, ein helles Blau, ein dunkles Blau und ein Weiß oder ein gebrochenes Weiß. Und diese Farben habe ich miteinander vermischt, untereinander vermischt und schon habe ich eine Farbharmonie. Das nächste Thema wäre die Proposition im Bild. Proposition im Bild ist vielleicht ein bisschen etwas schwer zu verstehen, besonders in abstrakten Bildern, schwerer zu verstehen als in figurativen Bildern. Aber schaut mal euch mal hier die Proposition im Bild oder die Proportion, nicht Proposition, die Proportion im Bild. In welchem Verhältnis steht das kleine Kreis zu dem großen Kreis und zu diesen Linien im großen Kreis? Hier ist das Verhältnis der Proportion ganz anderes als natürlich auch hier. Und die Proportion im Bild können wir ja auch wunderbar zum Beispiel mit dem Thema goldener Schnitt auch uns anschauen, weil das Thema goldener Schnitt, das kennt ihr, das werden wir aber mal auch öfters nochmal uns anschauen. Goldener Schnitt, ein Drittel, zwei Drittel, grob gesagt, da ist das Thema Proportionen im Bild auch sehr wichtig. Hier geht es um das Größenverhältnis, um die Proportion von einer Figur zu dem nächsten Figur oder von einer Fläche zu der nächsten Fläche. Das ist auch in einem Bild sehr wichtig. Das nächste, was ich hier habe, wäre die Betonung im Bild. Das kann man durchaus auch in Farbe oder auch in Struktur, so wie in unseren Bildern. Viele von euch haben ja schon mit mir in Struktur gearbeitet. Und jetzt stellt euch mal vor, auch die Struktur im Bild ist auch eine Betonung. Diese Betonung im Bild kann man aber auch bekommen durch Farbe oder dadurch, dass man auch eben keine Farbe benutzt. Und diese keine Farbe habe ich hier auf diesem Beispiel benutzt. Jetzt schaut mal, ich habe hier durch diese Verdichtung der Farben habe ich hier gar keine Farbe oder nur ganz wenig Farbe. Und da liegt meine Betonung im Bild. Man kann es ja auch so wie die Alex uns auch hier angezeichnet hat, eine Betonung im Bild zum Beispiel, das wäre ja ein sehr gutes Beispiel. Ich nehme hier einen Stift und ich denke mal, ich zeige euch das hier. Die Betonung zum Beispiel, indem man ja hier diese Punkte in den gesamten Kreis oder auf dem gesamten Bild aufzeichnet und diese Punkte dann letztendlich
dünner und dicker aufzeichnet und aufgrund dessen eben die Betonung auf nur wenige dieser Punkte nimmt. Und dadurch haben wir natürlich eine ganz umgekehrte Betonung wie hier. Man könnte es ja auch durchaus hier weitermachen und sagen, ich betone jetzt oder ich male hier Punkte auf dem hellen Untergrund und dadurch betone ich oder verändere ich die Betonung des Schwerpunktes hier, weil ich natürlich hier eine starke Betonung nach in der Mitte hatte. Dadurch, dass ich hier aber etwas dazugefügt habe, habe ich diese Betonung hier verändert. Und dann würde es, würde man auch hier über Verdichtung sprechen, beziehungsweise auch über Wiederholung. Also Wiederholung musste ich dann irgendwo hier natürlich diese Punkte hier wiederholen. Das ist jetzt das nächste Beispiel. Ansonsten haben wir nochmal ein Beispiel von einer Ausgewogenheit, von Wiederholung. Und die Ausgewogenheit, da geht es um Ausgewogenheit der Elemente, der visuelle Elemente im Bild. Das ist ja hier zum Beispiel schon sehr gut gemacht, indem ich ja das hier im Prinzip diese Kreise musste ich dann hier wiederholen. Und dadurch habe ich eine ganz andere Gewichtung in dem Bild erhalten, aber auch eine Wiederholung in dem Bild erhalten und auch dadurch die Ausgewogenheit des Bildes ja auch verändert. Weil jetzt schaut mal, das Bild vorher war hier betont und hier fokussiert. Dadurch, dass ich hier diese Kreise dazugefügt habe, habe ich die Betonung des Bildes verändert und die Ausgewogenheit des Bildes auch verändert. Und das musste ich natürlich irgendwo wiederholen, damit diese Ausgewogenheit des Bildes, vielleicht sogar noch hier, einfach zunimmt. Oder einfach für den Betrachter oder dem Betrachter gegenüber besser ist. Und hier habe ich eine Ausgewogenheit, indem ich ja aufs ganze Bild anschaue und diese Ausgewogenheit dadurch erreichen habe, dass ich hier auf diese blaue Fläche eine andere blaue Fläche dazu oder türkisfarbene Fläche gesetzt habe und diese Ausgewogenheit dadurch erreicht habe, dass ich diese Fläche hier wiederhole. Das ist ja insofern wichtig, dass wir automatisch nach der Ausgewogenheit im Bild suchen. Und jetzt stellt euch mal vor, das wäre hier nicht da, dann würde das Bild hier tatsächlich in diese Richtung kippen. Oder auch die Ausgewogenheit des Bildes wäre hier und würde es, Entschuldigung, und würde es hier einfach zu stark sein. Und so ist das Bild jetzt schon ausgewogener. Das nächste, was wir hier haben, ist die Vielfalt im Bild. Das ist mit Sicherheit in unseren Bildern nicht schwer. Der Vielfalt im Bild können wir erzeugen. Entschuldigung, das wollte ich jetzt hier wegnehmen. Die Vielfalt im Bild können wir, denke ich mal, sehr gut erzeugen durch Farbe. Aber schaut euch mal auch das hier an. Die Vielfalt im Bild erzeugen wir ja auch durch verschiedene Duktus im Bild. Jetzt habe ich hier eine dunkle Farbe, hier eine Mischung aus ein bisschen Helligkeit und hier habe ich ein ganz anderer Duktus, im Prinzip eine Textur. Wir sprechen ja oft von Struktur im Bild. In dem Fall habe ich keine Struktur, aber eine Textur, die ich ja aus dieser Farbpalette gemacht habe und dadurch habe ich eine Vielfalt in dem Bild erreicht, indem ich hier mit den verschiedenen Farbnuancen insgesamt gespielt habe, mit einer Verdichtung der Farbe hier, mit einer ganz kleineren Helligkeit hier und eben hier mit einem wunderbaren Textur und eine
Farbe, die hier miteinander ist, aber doch letztendlich ganz unterschiedlich. Und diese Vielfalt der Texturen auf diesem Bild ist schon so interessant, finde ich, dass, wenn wir uns das merken, dass diese Vielfalt in Bildern ja durchaus auch für den Betrachter sehr interessant ist, dann können wir natürlich viel damit erreichen. Und das Letzte, was ich hier habe, ist die Einheit im Bild. Die Einheit habe ich hier versucht, euch darzustellen mit dem Prinzip, dass ich hier die Farben mische. Das heißt, ich habe hier letztendlich aus dieser gleichen Farbpalette verschiedene Farben gemischt und trotzdem habe ich drei Flächen, die aber harmonisch wirken, weil sie eben aufgrund dessen, dass sie ja aus den gleichen Farbnuancen gemischt sind, eine wunderbare Harmonie erzeugen. Die Flächen zueinander sind harmonisch und auch diese Fläche, die letztendlich hier hervorsticht, dadurch, dass sie jetzt eben aus den zwei gemischt ist, ist auch zu dem gesamten Erscheinungsbild harmonisch. Hier für euch nochmal eine kurze Wiederholung, was kompositorisch tatsächlich sehr wichtig ist. Und ich habe mir hier eben die Punkte aus dem Design rausgeholt und dabei gemerkt, dass hier wunderbar auch mit unserem eigenen künstlerischen, abstrakten Bildsprache miteinander durchaus auch harmoniert. Einmal wäre das die Einheit im Bild, die Vielfalt im Bild, die Ausgewogenheit im Bild, Betonung im Bild, die Proportionen im Bild, Harmonie im Bild und natürlich die Bewegung im Bild oder in dem Fall hier der Rhythmus im Bild. Und wie gesagt, im nächsten Video schauen wir uns am Beispiel von meinem eigenen Video nochmal den Fokus im Bild, im Prinzip der Punkt, wo das Auge des Betrachters verweilen kann.